So, weiter geht's. Müssen wir klappt hat. Der Theorie hätte er ja eigentlich locker da vorbeifahren können, oder? Aber er bleibt gezielt genau davor stehen. Aber warum? Da. Da ist jetzt echt nichts an. Geht. Das heißt aber extra auf für wenn das ist, machen den ganz weit raus. Irgendwie. So, nehmen wir jetzt einmal zurück. Einige Metros. Lassen starten. Er fährt an. So fährt das durch. Da würde uns jetzt wirklich bis dorthin fahren. Gilt herauszufinden, wenn wir den Kurs ein bisschen ändern. Wenn wir jetzt den Kurs vielleicht so setzen. Da kommt. Darauf war theoretisch. Und dann diesen Punkt von. Gut. Dach. Dach. Ist der Portativ was dann? Da muss
Mal, liebe Leute. Weil theoretisch, wenn er. Aber müsste er jetzt eigentlich erkennen. Achso, nein, dann würde er nicht erkennen. Ja. Upp. Ich bin gespannt. Natürlich, er sucht sich den Näheren aus. Sehr interessant. Sag ich auch. Sehr gut, das erkennt er. Ganze natürlich. Willst du mit Abfahrer arbeiten? Ich mache Autodorfkurse gerade. Ah. Aber er fährt mir nicht über diesen Verkaufspunkt drüber, wenn ich ihn zum Beispiel zur Tankstelle schicke. Okay. Sonst ist jetzt eigentlich alles. Also ich habe noch nicht alles getestet, das wollte ich eben testen, dann droschen wir. Okay. Die Hühner haben kein Futter mehr. Wie war's? Oh, paar Monate nicht. Oh mein Gott. Gibt's das heißt, wir kommen mit dem Feld nicht mehr aus. Na oh ja, mit dem Feld schon, aber wir dürfen den Rest halt nicht verkaufen. Weiß ich nicht, ob sich das Feld 100% ausgeht, weil wir es ja noch nicht getestet haben. Hoffen wir jetzt tatsächlich auch mal mehr Anhänger dazu, oder? Dann nehmen wir ja. Wie viele glaubst du, sollen wir da kaufen? Ich kaufe mal jetzt einen großen, da kaufe mal einen kleinen. Man, wenn ich die, wenn man kommt drauf an, wir könnten für die Hühner einen größeren kaufen. Weil da könnte man wirklich alles einfüllen. Und wenn wir noch drauf kommen, wir brauchen noch ein Feld. Da drüben vielleicht auch Hühner. Hast du jetzt nur eins Weizen? Nein. Ja. Jawohl. Kann man Weizen, das ist gerne. Ah. Wegfahren. Was denn? Heute, ich bin vorbeigefahren. Wobei, ich weiß nicht, sollen wir für die Hühner einen größeren kaufen? Oder zwei kleine und für die anderen einen größeren? Ich weiß es nicht. Wenn ich gesagt, eine größere auch, die man zusammenspannen kann. Das wäre gescheit. Mal schauen, welche da noch sind. Brandner wird gehen, glaube ich. Der Power Tube 33. Um, also um 33.000. Wie ist der größer? Der hat 33,6 Kubikmeter. 33? Aha. Und die anderen haben 24, wenn man es hochpimpt.
24 hat der jetzt auch. Ja, das ist ja der. Achso. Und den anderen kann man. Wenn, okay, um 38.500 hochpimpen auf 33,6 Kubikmeter. Dann gibt es einen um 34 Kubikmeter, aber der kostet gleich 39.000. Also mehr wahrscheinlich. Ja, 44. Der Muck, spannend. Nein. Spiegel. Nein, die auch nicht. Also zusammenspannen kann man nur die Brandner. Und da will ich. Also schau da auch einmal den. Wie ist denn das jetzt? Brandner TA 23065 2 Power Tube Plus. Ich glaube, die kann man zusammenspannen. Na, will er nicht. Was stoppt ihm da? Was ist hier? Ja, da. Weil dann könnte man die zwei kleinen eigentlich. Okay, da ist jetzt schon was eingeladen. Na gut, das ist aber wurscht. Könnte man zwei von diesen größeren nehmen? Und für die ganzen Felder dann nehmen und die zwei kleinen für die Getreide, also für die Hühner. Mhm. Sollen wir mal probieren? Mhm. Dann nehme ich mal zwei. Ich glaube, dass man die zusammenspannen kann. Passt. Das würde wahrscheinlich kein großer ziehen können. Meine andere Frage, was machst du denn da überhaupt, was? Gesagt, der kommt halt nicht. Ja, Besuch ist schon weg. Oh. Außerdem war das eine kleine Fehlinterpretation, weil eigentlich haben wir uns gedacht, dass wir bei unseren Freunden eingeladen sind. Aber das hat sich die Daniela verschaut. Und sie waren aber bei uns eingeladen. Steppert, Alter, der tut sich schwer mit Sinn schon jetzt. Die zwei, bis Steppert. Ja, mit dem Dreschen habe ich jetzt eben exakt gewartet. Achso, sorry, ich hab's jetzt gestartet beide. Ey, aber wir sind ja beide da jetzt. Ich wollte auf dich warten. Achso. Darum habe ich dabei die Autodrive-Kurse gemacht. Mhm. Passt. Ganz schön viele Felder dazu kommen. Passt das von der Straße her so eigentlich? Oder ist die zu breit? Aber ich dachte halt die Hauptstraße, also wenn dann mit Drescher und so können wir dann auch schön fahren noch. Ja. Die Feldwege muss ich mir noch anschauen. Wieso, glaube ich, sind mir gut gelungen. Aber auch die Felder an sich sind. Gewisse sind nur One-Way, ist mir aufgefallen. Ja, die zwischen den Feldern sind nur One-Way, ja. Okay, die kann man gar nicht zusammenhängen. Oder braucht man da eine. Aber. Die haben doch so eine Kupplung hinten. Oder bin ich nur deppert angefahren? Aber der hat keine Kupplung. Aber das, was ist das Loch da hinten? Keine Ahnung, was ist das? Mini-Kupplung, vielleicht geht ein kleiner. Ich dachte, dass da das reingeht. Vielleicht geht ein kleiner noch ran. Scheiße, jetzt haben wir zwei davon. Wurscht, neue Anhänger. Muss halt nicht zusammenhängen. Na gut. Ich werde das probieren, noch so einen Rudolf dranhängen vielleicht. Oder umgekehrt. Mhm. Alter. So. Der blockiert da. Bist aber. Der kann. Der tut sich so schwer. Der eine muss abgedankt werden. Oh.
Ich stelle den dabei mal daher, bis ich den einen hinbracht habe. Und dann probiere ich So. das aus. Boah. Das ist Arsch, ich dachte echt. Kannst du umgekehrt probieren, einfach, vielleicht geht das was. Erkennt das eigentlich jeder Drescher? Dass er automatisch hinfahrt? Ja, das hat ja auch nichts mit Drescher zu tun. Allein. Da hat er mal den Kurs nicht erkannt. Da musste ich den Helfer normal einstellen. Anna kennt das nicht. Normale Hilfe lost. Das stimmt. So. Ich habe mir gedacht, ich aktiviere beide. Weil das kleine Feld ist ja sicher schneller fertig und da kann er dann schon ansehen wieder. Da muss ich jetzt sowieso immer hinfahren. Hast ganz schön brav Felder gekauft und es ist noch Mörderkohle da. Ja gut, es waren ja noch 200.000, waren ja noch da. Weiß. Dann habe ich das ganze Silage verkauft. Dann. Gemacht. Ja, dann habe ich die Beine mal hergeholt. Dann habe ich angefangen Felder. Zwischendurch habe ich dann die Ballen verkauft. Zwischendurch habe ich gleich die Seemaschine hinten nach immer. Sis kann man eigentlich wieder mähen. Und ja, müsste man fix können, weil das habe ich eigentlich jetzt dazwischen gar nicht gemacht. Warte, ich wollte jetzt mal bin schauen. Auf was Urgeniales drauf gekommen, was wir dann auch machen könnten. Ja. Das habe ich bis jetzt wirklich nicht gewusst, dass es das gibt. Ist aber ein Teil des Spiels, also es ist kein Mod oder so. Es gibt einen erweiterten Wassertank. Das heißt? Dass du den Wassertank im Gewächshaus platzierst und der beinhaltet nochmal zusätzlich 5000 Liter. Das heißt, damit kann man das Gewächshaus gleich. Es erweitert um 5000 Liter. Ach so. Ich habe das jetzt auf meinem Spielstand probiert. Ich habe 10 Gewächshäuser in einer Reihe montiert. Und habe dahinter 5 Reihen links. Also 1 Million Wasser kann jedes Gewächshaus speichern dann. Das heißt, wow. Man kann auch irgendwo eine Ecke mit Gewächshäusern dann bauen. Und die braucht man dann nicht jedes Mal auffüllen, aber wenn man es dann auffüllen muss, ist es ein bisschen öfters hin und her fahren. Nice. Was denn? Eine Sache. Achso.
Ja, und wie wird's Ja. weiter? Ja, geht. Mit Rudi geht's. Also zuerst ein Rudi und dann, oder? Alles Ja, wurscht, aber. zuerst den großen und dann, also habe Ja, ich jetzt genau. verwirrt, aber Ja? So. so geht's. Ja. War ja ein kleinerer vielleicht hinten. Ist dann auch schon einmal ein kleiner, ein großer immer. Aber dann sollten wir uns vielleicht auch wirklich überlegen, Könnte man dass eigentlich man noch einen gebrannten kaufen eigentlich? so ein großes Netz. Ja, weil dann hast du zweimal diese Kombination und einen Brandner für die Hühner. Stimmt. Dann mache ich das gleich. Oder man stellt einen Überladewagen hin. Aber ich sehe da keinen Unterschied, Alter. Es gibt einen Fiegel, ja. Der kostet 52.000 und fast nur bis zu 29.500. Und die 52.000, also fast nur 29,5 Kubikmeter. Und die 52.000 sind aber nur 26. Weil der Fliegel und zwar müssen auch noch Miststreuer gleichzeitig ist. Ah. Einmal war auch ein Ladewagen im Angebot. Ja. Aber nur 36% und da hat schon 130, 100, 102 oder so gekostet. Dann habe ich gedacht, na, Stefan. unnötig. So. Schau mal, ich habe ihn farblich umgeändert, dass man erkennt gleich. So, plötzlich. Okay, da hat er schon einmal eingefüllt. Aber gut, das kann ich einfüllen gehen. Vielleicht müssen wir schauen, wie wir damit auskommen. Aber vielleicht brauchen wir ein größeres Feld für die Hühner. Das kann natürlich auch dann sein, ja. Weil jetzt sind es wahrscheinlich doch mehr. Er ist Und voll. wenn das der Fall ist, würde ich ein eigenes großes Feld machen. Dann könnten wir uns überlegen, ob wir das 55er nicht zusammenziehen. Dann wäre es halt auf jeden Fall zu viel. Na, nicht für Weizen, sondern. Achso, du musst ein anderes Feld nehmen und das zusammenziehen. Oder wir sagen, wir nehmen das und das, weiß nicht, 46er als Weizen. Was hat Bra Ja, schauen wir mal, wie wir rauskommen. Ja. Das ein oder zwei Mal haben sie jetzt keins mehr gehabt. Also da muss ich andere Sätze hinfahren. Weiß aber auch nicht, wie viel wir, was du weggeschmissen, also nicht weggeschmissen, aber wie viel noch gewesen wäre auf dem Feld. Ja. Mein 6200 Liter fülle ich jetzt einmal ein. Weil das war schon im anderen Anhänger. Ich habe Da mir auch sieht man. überlegt, dass wir uns gar keinen Danke, danke. Düngersteuer kaufen. Weil, wenn wir den Plan ja sofort finden, dass nach der Landwirtschaft mit Tiere beginnen, dann haben wir ja eh quasi den Naturdünger mit Mist dann. Und der wirft so viel ab dann. Naja, aber es ist Gratisdünger, was man. Ich weiß nicht, ob sich Ja. dann ausgeht gleich von Anfang an, aber. Also halt gratis einmal. Dann haben wir halt wie jetzt nur eine Düngerstufe.
Der Striegel kostet nicht so viel fürs. Fürs. Gut, Striegel ist aber fürs Gras nur, oder? Nein, fürs Unkraut, aber nur in der ersten Stufe. Ah, okay. Da würde an 15 Meter 45.000 kosten. Mhm. Also ist jetzt nicht so teuer. Stimmt. Dann ist das schnell erledigt, wenn man alles miteinander macht. Bist du bei der süßen 98 PS Traktor ist im Angebot. Oder man geht halt nicht statt auf den Striegel, sondern auf die Spitze. Dann müssen wir halt aber wieder das Real teilen. Mhm. Aber das ist halt dann wurscht, waren wir. Ja. Ja, das ehrlich auch. Ist aber, da sehe ich gerade, das sind ordentlich viele Ballen aufs Feld, Gold. Mhm. Ich habe aber schon zwei oder drei, habe ich schon geholt sogar. Einen habe ich auch geholt und sehe da jetzt drei liegen.